Moin, Paul hier von der Waldwerker. Bei dem herrlichen Wetter gerade versuchen wir mal aus einem Stück Holz, das war eben gerade noch, na, wir hoffen mal trocken, einem Holzbohrer und drei Flöcken, ja, einen Kocher herzustellen. Dann fangen wir an in der Mitte, den Bohrer hier anzusetzen. Versuchen das mal gerade. Ja, ist auch bestes Wetter für solche Aktionen. Recht anstrengende Geschichte, muss ich sagen. Den Bohrer jetzt ungefähr bis hier versenkt. Und ja, ich denke, das müsste reichen. Und jetzt gilt es hier so ein Querloch reinzubohren. Jo, wir haben es jetzt geschafft, auch das Querloch. Ja, das. Da kommt Licht raus. Da sollte es Luft ziehen dann. Pitsche, patsche nass, von innen wie von außen. Ja, aber Grundkonstrukt fertig. Hier die drei äußeren, die haben wir dann nicht mehr so tief gebohrt, weil ja, verbrennen wir eh. Ja, dass die da reinpassen und vielleicht auch ein bisschen halten. Und dann säge ich die alle drei gleich auf die gleiche Länge ab, damit wir, ja, damit das Feuer halt ein bisschen, ja, um den Topf rum strömen kann. Aber der passt. Ich weiß nicht so hundertprozentig, wozu dieses Auge hier gut ist. Vielleicht, um das hier durchzukloppen oder so. Wie gesagt, ich habe das Teil noch nicht so lange. Aber wie soll ich es dann wieder rauskriegen? Oder durch? Ey, wenn ihr es wisst, wozu das gedacht ist, hier ist so eine kleine Schneide drauf, hier vorne, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Danke. Ja, ich habe jetzt hier so umlaufend die Kante noch so ein bisschen gebrochen und den Rest, den kloppe ich jetzt darin. Ja, das sollte gut funktionieren. Fürs Erste langt's. So, das Schöne ist, gerade hat es aufgehört langsam zu regnen, aber wir sind doch gleich fertig. Kloppe ich die Dinger hier noch hin. Ich hoffe, das hält auch alles. So weit, so gut. So. Jetzt mache ich mir eine Marke an allen dreien, falls das nicht klappt. Oh, ich denke, so müsste das reichen. Ne? So müsste der Top dann auch halbwegs eben stehen. So, das ging ganz gut und von der Theorie her, jetzt füttern wir das Ding noch so ein bisschen lose mit Birkenrinde und ja, in der Hoffnung, das wird es dann entzünden. Das sehen wir später. Ja, nachdem wir gestern pitschepatsche nass geworden sind, haben wir die Mission dann abgebrochen mit diesem Kocher hier. Wir haben das fertig gebaut. Ich habe das jetzt hier möglichst lose mit ein bisschen Birkenrinde ausgestopft und ja, wir wollen jetzt unseren zweiten Kaffee trinken und so langsam wieder zusammenrödeln und nach Hause. Genau, und Richtung Heimat. Haben hier aber noch einen Wasserkessel, da sind ungefähr 1,1 Liter Wasser drin. Das wollen wir erhitzen. Ich schau mal, wie lange das dauert. Und wenn es funktioniert. Wenn es funktioniert. Wir haben es noch nie ausprobiert. Also heute ist das erste Mal. Ihr seht, Birkenrinde. Ja, auch Birkenrinde. Locker gestopft, so hoffe ich, dass er überhaupt noch Zug hat. Heute mal einfach. Naja.
Ja, so viel zum Thema Lockerstopfen. Hier den ganzen Haufen, den ich da reingeprommelt habe. Das war zu Fülle. Wir testen das nochmal. In der Hoffnung, dass es jetzt mal funktioniert. Jetzt kriegt der Zug. Also es brennt. Irgendwie scheint auch ein bisschen Luft zu kriegen schon. Es wäre sicherlich auch möglich, hier oben vielleicht ein paar trockene Stöckchen oder so rein. Ist auch ganz schön windig. Ja, das außerdem. Also optimal funktioniert es nicht. Er baut irgendwie keinen Zug auf. Kann ja auch nicht immer gleich funktionieren. Ja. Leichte Kaltstartschwierigkeiten. Jetzt Plan B gemacht. Ah, jetzt ist er wieder ausgegangen. Wir müssen zusehen, dass wir hier Glut drinne bekommen. Wir haben durch unsere Vorsicht, Paul, wir haben durch unsere Birkenrinde haben wir nicht richtig Glut unten reingekriegt. Und jetzt machen wir zünden unten die Birkenrinde an. Also wir stopfen immer ein bisschen was rein und von oben machen wir Kienspan drauf. Ah, heiß. Es ist heiß. Hau weg. Nee, wir müssen wieder Glut reinkriegen. Das Problem ist, wir haben hier auch kein trockenes Gras oder irgendwie Holz. Ich gehe noch mal los. Ich hole noch mal Birkenrinde. Ja, wir haben jetzt noch mal von oben ein bisschen Kienspan reingeschmissen. Noch ein bisschen Birkenrinde organisiert. Ich habe hier noch von so einem alten Holunderbeerstrauch habe ich trockene Äste abgemacht, kleine Zweige. Jetzt hoffen wir mal, dass wir da Glut reinbekommen. Das hört sich schon mal gut an. Das Qualm. Boah. Ja, nur ein weißer Mann kann so ein Feuer machen. Die Birkenrinde saugt sich da richtig rein. Ach, schau mal hier in den Löchern. Das glüht. Ich bin dafür, ich stelle den Pott jetzt rein. Es brennt nicht. Und du pustest weiter. Aber guck mal, gleich kommt's. Das kommt. Ja, das glüht wie Sau da drin, aber irgendwie brennt er nicht. Vielleicht ist der Stamm einfach noch ein bisschen zu trocken. Zu nass, meine ich. Zu nass, nicht zu trocken. Aber wir versuchen das weiter. Er brennt. Das wurde auch mal Zeit. Fragt sich nur, wie lange. Das war's. Da drin ist eine Höllenglut, aber irgendwie funktioniert das nicht so richtig. Oh, also Rauchzeichen gut zu gebrauchen, aber irgendwie ist der Stamm wahrscheinlich echt zu feucht. Der Stamm ist komm. Kein Kaffee mehr hier. Bei dir ein. Kein Kaffee mehr? Nee, wenn ich jetzt einpacke, packe ich jetzt ein. Ich stelle jetzt den Kessel drauf, in der Hoffnung, dass das funktioniert. Oh. Voll. Er ist voll. Und dann gucken wir mal. Stoppuhr. Ja,
Jetzt bin ich gespannt. Scheint zu brennen. Jetzt fängt es an zu räuchern. Brennt es nicht mehr. Wir haben jetzt, sieht man das? Eine Minute, zwei Minuten um. Das brennt wieder. Das langt aus. Wurde ja auch mal Zeit. Harte Geburt. Schwere. Guck mal, der Wind, der geht ja da richtig rein. Koch doch gleich. Gibt's doch noch einen Kaffee. Was haben wir? Drei Minuten. Vier Minuten. Es kocht noch nicht. Es brennt auch nicht mehr. Abwarten. Kommt gleich wieder. Schauen wir mal rein. Kleine Bläschen sind schon da. Wir sind erst bei 7 Minuten. Wir gucken da mal rein. Nee, nix. Braucht noch 3 Bläschen mehr. Ganz von alleine brannt er nicht. Wir haben ein bisschen nachgeholfen. Immer mal wieder ein paar kleine Zweige rein. Und so langsam, aber sicher, zahlt sich die Mühe doch mal aus. Wir sind jetzt bei, sieht man das, 14 Minuten. Wenn er mal so brennen würde von alleine, ne? Es fängt an zu kochen. Juhu! Nach fast 22 Minuten. Da schleppe ich lieber ein Hobo mit mir rum, anstatt diesen Aufwand das nächste Mal zu machen. Es kocht, es kocht, es kocht. Wir haben es geschafft. Wie lange war es? Mach! Ja, 23,5 Minuten. Endlich gibt's einen Kaffee. Ja, komm, Kaffee trinken. Was ein Aufwand. Ja, was lange währt, wird gut, ne? Fast 24 Minuten, das Wasser kocht. Wir haben ordentlich nachgeholfen. Oh, das kocht jetzt aber richtig. Ja, den Kaffee, den lassen wir uns schmecken. Beim nächsten Mal machen wir es anders. Das ist zu viel Aufwand für uns. Irgendwie. Haben wir mal probiert, hat dann doch funktioniert nach anfänglichen Startschwierigkeiten. Ziel war es oder die Lösung war es, dann immer wieder ein bisschen nachzufüttern. Und das Holz wird wahrscheinlich auch zu feucht gewesen sein. Ihr habt es ja gestern gesehen, wie wir das im Regen vorbereitet haben. Und ja, nun lassen wir uns einen Kaffee schmecken. Lassen den Tag ausklingen. Wünschen euch auch noch einen schönen restlichen Sonntag. In dem Sinne. Haben die Ehre. Bleibt stabil.